Die Akademie am Dom liegt am Stephansdom, hat also etwas mit der Kirche zu tun. Sie richtet sich an alle Menschen, die interessiert sind an Fragen der Religion, des Glaubens, der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Kultur. Das sind Einzelveranstaltungen, öffentliche Vorträge unter einem jährlich wechselnden Jahresthema, wobei jeder dieser Vorträge für sich steht, aber in Summe und übers Jahr genommen thematisieren sie dann sehr unterschiedliche Aspekte dieses einen gewählten, übergreifenden Themas. Die Akademie will möglichst vielen Menschen Lust machen, sich mit theologischen und gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die eben nicht die gleiche Sichtweise, den gleichen Glauben, die gleiche Weltanschauung haben. Ich glaube, die Akademie am Dom soll vor allem eine Möglichkeit sein, Menschen zu sammeln, die etwas zu sagen haben, und damit sie etwas zu sagen haben, die aufeinander hören, auf das Wort Gottes hören und in einen spannenden, ehrlichen Diskurs miteinander eintreten. Es kommt immer auf Menschen an. Schon im Leitbild der theologischen Kurse selber wird der Dialog ganz groß geschrieben. Wenn Menschen über sich und die Welt nachdenken, über sich und Gott nachdenken, dann prägt das Bewusstsein und es bringt Haltungen und auch Handlungen hervor. Das heißt, das Nachdenken hat auch eine recht praxisbezogene Dimension. Also mich interessieren lebensrelevante Themen im weiteren Sinn und Glaubensthemen, insbesondere Bibelfragen, Liturgie, Ökumene, und da bieten die theologischen Kurse einiges, was meinem Geschmack entspricht. Also mich interessieren vor allem die interdisziplinären Themen. Ich komme dann eben für diese 1,5 Stunden und höre mir das an und gehe dann immer mit mehr Wissen heraus, als ich hereingekommen bin, und das ist gut. Ich kann dadurch meine Perspektive unter Umständen ein bisschen ergänzen, verändern. Ich gewinne neue Kenntnisse und Erkenntnisse und ich kann dann leichter zwischen Geist und Zeitgeist unterscheiden.